Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fieber 2. Nochmal eine weitere Folge, eine Bastelfolge aus dem Bauabschnitt Ennsbruck. Und zwar ist das so ein Bereich, den ich eigentlich, also der hätte schon detaillierter werden sollen, ist es am Ende aber nicht mehr geworden. Also wenn man so will, ist der einfach jetzt dem Rotstift am Ende der Staffel zum Opfer gefallen. Ich will es euch aber trotzdem nicht vorenthalten, denn hier ist ja doch ein bisschen was passiert. Und ich glaube, am Ende ist es dann doch eine ganz solide Kulisse geworden. Also ich habe hier schon mal so ein bisschen mir den Uferbereich vorgenommen und im Wesentlichen geht es jetzt hier um diese ganze Ecke, wo quasi der Fluss abzweigt, wenn man so will, hier zwischen den Flüssen. Diese Ecke hier, dieses Dreieck, mehr oder weniger, darum ging es nochmal, oder darum geht es nochmal, das hier nochmal so ein bisschen auszugestalten. Das Ufer wird weiter bearbeitet. Bewährte Methode, hier einfach so Behelfsschienen reinziehen und das Ganze dann auf diese Art und Weise mit Mauerwerk auskleiden. Und das Ganze soll auch so ein bisschen der Erholung für die Sims dienen, die hier einfach auch nochmal einen Zugang zum Ufer bekommen und die Möglichkeit hier so ein bisschen herumzuflanieren. Das habe ich auch schon des Öfteren so oder so ähnlich umgesetzt und hat sich eigentlich ganz gut bewährt, diese Bastelmethode. Am Ende, wie gesagt, es ist nicht so geworden, wie ich es eigentlich haben wollte. Das sollte alles irgendwie ein bisschen prachtvoller werden. Das sollte vor allen Dingen wesentlich detaillierter werden. Irgendwann war auch mal geplant, also nur zur Erklärung, das ist wirklich schon lange her, dass ich das hier gebaut habe. Und eigentlich wollte ich es noch fertig bauen. Und ursprünglich war mal geplant, hier auch noch irgendwie eine Trambahnlinie entlang zu führen oder zumindest eine Buslinie, damit man das auch einfach, damit hier ein bisschen was los ist, ein bisschen mehr Betrieb herrscht und so weiter. Aber dann, wie gesagt, das muss jetzt einfach dem Rotstift zum Opfer fallen, weil sonst wäre ich ja nie fertig. Aber wie gesagt, vorenthalten wollte ich es euch auch nicht. Ich denke, es ist doch ganz nett anzusehen. Und als Kulisse glaube ich dann doch ganz brauchbar. Das sind jetzt sozusagen die Uferzugänge. Ne? Da baue ich mir erstmal hier so auf verschiedenen Höhen quasi so kleine Plateaus ein und kombiniere das Ganze dann hier mit diesen Treppen. Ja, dann kommt man eben runter zum Ufer, kann da möglicherweise sogar baden gehen. Und aber in jedem Fall hier so ein bisschen auf den Treppenstufen Platz nehmen, sich irgendwie ein Eis holen oder was auch immer. Einfach so ein bisschen ein städtisches Naherholungsgebiet, wenn man so will. Schienen wieder abgerissen und dann werden wir das Ganze hier noch ein bisschen weiter bearbeiten. Hier nochmal eine Straße reingezogen. Im Wesentlichen hier einmal so dem Ufer mehr oder weniger folgend. Und warum ich auch diesen Bereich gewählt habe, war eigentlich auch, glaube ich, deshalb, dass ich hier nochmal eins von diesen Monumenten verbauen kann. Also es gibt ja allerhand Monumente im Steam Workshop zu finden. Und eins davon, das ist, ich weiß gar nicht genau, welche das eigentlich ist. Das Ding hier, ist es der Friedensengel? Ich weiß es nicht genau. Aber diese Statue wollte ich unbedingt auch nochmal irgendwo hinstellen. Und hier in dem Bereich dachte ich mir, passt das eigentlich ganz gut rein. So ein bisschen prominent vom Fluss aus gut zu erkennen. Es hat vielleicht so 10% von dem deutschen Eck in Koblenz, wenn überhaupt eher 5%, ich weiß es nicht. Habe ich ja seinerzeit sowieso auch schon mal wirklich möglichst detailgetreu nachgebaut. Das war noch Transport Fieber 1 Zeiten, also wen es interessiert, das war die Staffel der Rhein- und Moselkarte. Da habe ich tatsächlich das deutsche Eck möglichst, so gut es mir halt möglich war, nachempfunden. Auch mit dieser Seilbahn, die da über den Fluss drüber führt und so weiter, war alles mit dabei. Und ich denke, davon ist es dann schon so ein bisschen inspiriert. Okay, hier hat sich gerade noch so ein bisschen das Parkamt austoben dürfen. Hier kommen nochmal so ein bisschen so prächtigere Gebäude hin, könnte auch alles Mögliche darstellen, vielleicht irgendwie so eine alte Residenz oder sowas in der Richtung, keine Ahnung. Das Ganze wird auch dann noch ein bisschen großzügiger gestaltet, hier mit so einer Mini-Parkanlage noch angedockt. Hier oben nochmal weitere Behelfsschienen reingezogen, um mir quasi hier auch nochmal so ein kleines Plateau zu bauen, dass wir da auch noch ein paar Gebäude draufstellen können. Dann noch Gebäudesetzung. Dabei immer natürlich so ein bisschen am Straßen- und am Wegesverlauf orientiert. Relativ bunt gemischt, aber größtenteils eher so ein bisschen ältere Gebäude, Gründerzeit. Und auch teilweise ein bisschen älter. So,
So, noch ein, zwei Häuschen dazugestellt. Dann sind wir auf der Seite schon mal einigermaßen fertig. Dann machen wir hier drüben noch ein bisschen weiter mit weiterer Gebäudesetzung. Auch zwischen Gebäude und dem Gehsteig so ein bisschen Platz gelassen. Dass hier einfach ein bisschen, ja, dass einfach ein bisschen mehr Platz ist, logischerweise. Oh Mann. Okay, hier nochmal so einen Zugang geschaffen. Eine Einfahrt. Und hier füllen wir noch die letzten Lücken auf mit weiteren Gebäuden. Okay. Dann habe ich hier nochmal ein weiteres, etwas größeres, etwas prachtvolleres Gebäude hingestellt. Beziehungsweise das sind, ist einfach viermal das gleiche Gebäude und halt jeweils um 90 Grad rotiert und aneinander gestellt. Könnte auch wieder alles Mögliche sein. Das kriegt auch ein bisschen größeres Grundstück. Ich habe hier schon dieses Mauerwerk verbaut, dass das so ein bisschen terrassenartig wirkt. Dann die Mauer noch reingezogen. Die kleinen Fußwege hier noch komplettiert. So. Und weiter im Programm mit ein paar kleineren gestalterischen Maßnahmen. Hier noch die gute alte Friedhofsmauer mal wieder zweckentfremdet als eine Art Beetumrandung, damit wir hier auch noch ein paar Begrünungsmaßnahmen durchführen können. Blumenbeete anlegen und so. Soll ja alles ein bisschen schnucklig aussehen hier. Einmal angepinselt. Mischung Rot, Weiß plus, ich glaube, das ist Lavendel. An den Kanten hier noch ein bisschen aufräumen. Ein paar Sitzgelegenheiten noch dazu gestellt. Also da war ich schon relativ im Thema drin, auch mit der Detailsetzung und so weiter, aber irgendwie, es ist dann am Ende ja einfach nicht fertig geworden, das ganze Ding. Nicht zufriedenstellend zumindest. Als Kulisse denke ich gut genug. Bisschen schade ist es tatsächlich. Man merkt es vielleicht, es ärgert mich ein bisschen. Weil es ja doch, es hatte Potenzial, doch ein bisschen eine prachtvollere Ecke zu werden. Am Ende ist es dann doch nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich glaube, also solche Areale, wenn ich das auf der nächsten Karte dann wieder in Angriff nehme, dann mache ich das auch eher an einer, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen prominenteren Platz, also dort, wo halt irgendwie dann auch eine Trambahn vorbeifährt, dass man das beim Mitfahrten auch zu sehen bekommt, dass das auf jeden Fall auch in Sichtweite der Eisenbahn ist und so weiter. Und nicht irgendwie so abseits, wo das eigentlich gar nicht so richtig zur Geltung kommt. Aber wie dem auch sei, ein paar Schandflecken wird es auf jeder Karte geben. Und es wird halt nicht alles so, wie ich es mir vorstelle. So, nochmal ein kleiner Gebäudemix und dann fehlt noch hier dieses Viereck, das Karree sozusagen. Das sind auch nochmal hier, wird einfach nochmal mit simplen Wohngebäuden gefüllt. Simple Blockbauweise. Einmal außenrum. Und dann passt das schon soweit. Also wird noch ein bisschen angepasst. Hier auch wieder diese Steinelemente noch mit verbaut, um einfach auch hier den Abstand ein bisschen zu verschönern. Also zwischen dem Gebäude und dem Gehsteig. Sieht einfach immer ein bisschen netter aus. Nochmal ein bisschen anpinseln hier das Ganze. Nochmal ein bisschen Rasen aussehen. Und dann sind wir auch im Wesentlichen schon durch mit der Zeitraffer. Es ist noch in Stellen teilweise ein bisschen detaillierter geworden, ein bisschen Grünzeug noch, aber recht viel mehr ist dann hier auch nicht passiert. Was die Ingame-Impressionen angeht, gibt es heute eine kleine Besonderheit in Form einiger Kamerafahrten zusammengeschnibbelt, erstellt mit dem Kameratool. Für diejenigen, die gar nicht wissen, wovon ich rede, das Kameratool kann man in den Einstellungen aktivieren. Ich glaube, der Debug-Modus muss dazu auch angeschalten sein. Und dann kann man eben diese Filmsequenzen erstellen, die ja im Grunde genommen keine wirklichen Filme im eigentlichen Sinne sind, sondern die sind quasi zusammengestellt aus etlichen unzähligen einzelnen Screenshots, die aneinandergefügt werden. Und so kommen dann eben diese ja doch sehr, sehr flüssigen Bilder zustande.
Und da kann man dann eben diese Kamerafahrten vordefinieren, wo sich die Kamera mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Brennweite, mit welchem Blickwinkel bewegen soll. Und daraus kann man dann eben ein kleines Filmchen zusammenschnibbeln. Und ich gedenke auch, zumindest ist es aktuell der Plan, da zum Staffelfinale auch noch einen ganzen Schwung anzufertigen aus verschiedenen Bereichen auf der ganzen Karte, weil ich denke, das wäre dann schon so ein würdiger Abschluss, ein würdiges Staffelfinale und einfach eine gute Möglichkeit, nochmal wirklich schöne, flüssige Filmaufnahmen, schöne Kamerafahrten und so weiter zu präsentieren. Das soll es auch an der Stelle schon gewesen sein, zumindest für meinen Teil. Ich klinke mich an der Stelle schon mal aus und drehe euch die Ingame-Musik noch ein bisschen auf. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.